Mit der Komfort 2.0 Steuerung unserer Tetrix-Serie habt ihr den vollen Funktionsumfang zum Wegschweißen. In dem Video erkläre ich euch die wichtigsten Funktionen und Einstellmöglichkeiten bei der Komfort 2.0 Steuerung mit einer AC-Anlage oder einer DC-Anlage. Der Unterschied zwischen den zwei Komfort 2.0 Steuerungen einer AC und eines DC-Gerätes besteht darin, dass beim AC-Gerät zusätzlich noch die Aktivierungstaste für den AC-Lichtbogen vorhanden ist und noch drei Drehpodis für die Charakterisierung des Lichtbogens. Fangen wir mit einem der wichtigsten Punkte an, dem Ablaufmenü. Bei der Komfort 2.0 Steuerung haben wir die volle Kontrolle über das Ablaufmenü. Das heißt, wir können von der Gasvorströmzeit über den Startstrom, die Rampenzeit, den Hauptstrom und so weiter, jedes kleinste Detail meines Schweißablaufes perfekt einstellen. Zum Navigieren durch das Ablaufmenü gibt es zwei Varianten. Wir können ganz einfach mit den Links- und den Rechtstaste durch das Ablaufmenü navigieren oder mit dem Dreh- und Klickwheel durch einfaches Betätigen zwischen den Parametern schneller hin und her schalten. Wenn man sich durch das Ablaufmenü bewegt, wird einem durch die hinterleuchteten Zeichen signalisiert, in welcher Einheit man sich gerade bewegt. Zum Beispiel bei dem Hauptstrom stellen die Amperezahl ein. Sobald ich jetzt wechsle in den Startstrom, wird es prozentual angezeigt. Neben der linken Anzeige befindet sich eine Gastesttaste, womit man zum Beispiel gut neu angebaute Schlauchpakete spülen kann oder womit man die Gasmenge einstellen kann zum Schweißen. Mit dem Knopf neben der rechten Anzeige können wir einstellen, ob wir uns die verbrauchte Kilowatt anzeigen lassen möchten, die Voltzahl oder einen Job. Mit einem Job können wir zum Beispiel verschiedene Schweißaufgaben speichern für verschiedene Schweißpositionen oder Aufträge, die sich zum Beispiel immer wiederholen, damit man nicht immer wieder die neuen Parameter einstellen muss, sondern sich diese abspeichern kann. Auf der linken Seite der Steuerung kann ich natürlich bei beiden Geräten wechseln zwischen 2- und 4-Takt-Modus und der Spot-Arc- und Spot-Matic-Funktion, womit ich perfekte Heftpunkte setzen kann. Auch auf der linken Seite befinden sich die unterschiedlichen Pulsarten, zum Beispiel der Automatikpuls, der sich super eignet in der Kombination mit Spot-Arc, der Sekundenpuls, wo man die perfekte Kontrolle hat zwischen zwei gewissen Zeiten mit unterschiedlichen Stromstärken und der Kilohertz-Funktion, womit man den Lichtbogen etwas bündeln kann. Sobald man eine AC-Anlage besitzt, hat man noch zusätzlich das AC-Spezial. Beim AC-Spezial wechselt man auch zwischen zwei unterschiedlichen Stromstärken, jedoch zwischen einem AC-Lichtbogen und einem DC-Lichtbogen. Somit kann man besonders gut zum Beispiel dünne Aluminiumbleche, also 1 mm, auf dicke Bleche wie 8 oder 10 mm verbinden. Ihr könnt nicht nur mit dieser Steuerung bzw. mit diesem Gerät Wigschweißen, sondern auch E-Handschweißen, das aber nicht nur bei unserer Komfort 2.0 Steuerung, sondern bei allen anderen Wiggeräten mit allen anderen Steuerungen genauso funktioniert. Habt ihr eine Komfort 2.0 Steuerung in einem AC-Gerät, könnt ihr auf der rechten Seite auch zwischen dem DC, also dem Gleichstromlichtbogen, und dem AC, also dem Wechselstromlichtbogen bzw. den verschiedenen Lichtbogenformen umschalten. Zur Verfügung stehen die Formen Rechteck, Trapez und Sinus. Ein weiteres cooles Gimmick bei einer Komfort 2.0 Steuerung in einer AC-Anlage ist die Balling-Funktion. Mit der Balling-Funktion könnt ihr euch die Wolfram-Elektrode vorher etwas ankugeln und somit für eure Schweißaufgabe abstimmen. Mit den drei Drehpodis auf der Unterseite der Steuerung könnt ihr euren AC-Lichtbogen perfekt charakterisieren auf eure Schweißaufgabe. Dazu könnt ihr die Frequenz einstellen, die Balance, also möchte ich mehr im Plus- oder Minusbereich, und den Nadeldurchmesser. Das Einschalten der Charakteristik über die Drehpodis funktioniert nur in Job 0. Sobald ihr euch in einem Job befindet, stellt ihr die Charakteristik des Lichtbogens digital im Ablaufmenü.
Das hat den Grund, wenn ihr euch eine gewisse Aufgabe speichert in einem Job, wie zuvor erklärt, kann man diese digital abspeichern. Wenn ich aber ein Drehpodi habe, geht das nicht. Die Drehpodis können sich im Vergleich zu einer digitalen Einstellung nicht selber einstellen. Mit der ActiveArc-Funktion könnt ihr zum Beispiel bei Verschweißen von Stumpfstößen von Blechen oder Rohren eine sichere Wurzelerfassung erreichen. Wollt ihr mehr zu den Funktionen und Einstellmöglichkeiten von der Comfort 2.0 Steuerung, egal in welchem Gerät, ob DC oder AC Gerät, erfahren, könnt ihr eins der passenden Videos dazu anklicken.